Den Eingang zur Kanalisation finden sieht uns keiner. Oh. Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Yay. So, und jetzt sind wir an der Stelle, wo wir vorher gehangen sind. Ihr seht gleich warum. Bam, 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 bam. Oh. So. Also, wir sind hier hingelaufen, haben die Fackel angemacht und dann Tür. Und hier an dem Schlüsselloch, wo ich jetzt gerade stehe, also hier. Ja, versuch's ruhig mal. Möp, möp, möp. Kommt immer noch Möp. Und dann haben wir natürlich gemerkt, scheiße, wir brauchen das hier. Er hat scheiße gesagt. Das funktioniert, juhu. Also gut, dann können wir da jetzt weitermachen, wo wir vor ein paar Stunden, nein, vor einer Stunde ungefähr versucht haben. Vor einer guten Stunde, ja. Jo. Ui, Seile. Ja. Oh. Oh. Nein. Hochspringen und nach oben drücken. Was? Hochspringen zu dem Seil und nach oben gedrückt halten, dann funktioniert's. Ich bin hier unten, ich muss mit meinem Heiligenschein raus. Ah, okay. Ich dachte, da unten geht's weiter. Nee, da unten ging's nicht mehr weiter. Ich bin irgendwie über zwei Etagen gefallen. Ja gut, ich hatte ziemlich gerade gedacht, du bist tot. Aber okay. Nee, ich habe auch vermutet, dass da unten Stacheln sind. Gut, aber ging nochmal gut. Ja, nix ist auch nicht besser. Schön, dass die Steinleitern... ich kann mich da nicht festhalten. Nach oben drücken. Ah, nochmal drücken, okay. Ja. Dass die Steinleitern das gleiche Geräusch machen wie die, Holzleitern. Holzleitern, ja. Ich meinte nicht Stein, sondern Metall. Der Geruch der nahen Kanalisation lässt die Nasenflügel beben. Da führt eine Treppe hinunter ins Dunkel. Jungs, riecht ihr das? Oh Mann, das stinkt. Wer hat einen fahren lassen? Ich versuche nur etwas Realismus zu erzeugen. Mann, du verfaulst innerlich. Platsch. Oh, das sind die gleichen Dinge. Wow. Vergiftet. Na super. Oh oh, I'm dead. Ja, ich auch gleich. Haha, you're dead. Da 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 da. Schön, gut zu wissen, dass es hier auch Viecher gibt, die einen vergiften. Es sind keine Schlangen in der Kanalisation, es sind komische Knubbel mit Stacheln, die eine noch komischere Zunge haben, mit der sie euch vergiften können. Wer sagt, dass das die Zunge war? Yeah. Auf jeden Fall streuen sie Kloakengift auf uns. Oder irgendwie sowas. Ich will nicht wissen, was es ist. Ja, wir müssen ja wohl darunter, denke ich. Es gibt's nicht. Es gibt nichts anderes. Okay, dann hüpfen. Bringt auch nichts. Na super. Gut machst du das. Ja, irgendwie gibt's keine. Ich versuche einfach so lang drauf zu knallen, bis ich sterb. Gut, direkt nach unten geht auch nicht. Was, wenn du drunter stehst, kriegen sie dich trotzdem, oder wie? Ja. Jetzt stehe ich inmitten von dreien. Das ist auch nicht so toll. Aber ich habe noch 5 Pfeile, vielleicht kriege ich da irgendwas hin. Ja, genau, du kannst ja zielen. Ja, das haben wir übrigens auch rausgefunden. Man sollte öfters mal die, Tooltips lesen. Ja, nicht Tooltips, die, einfach nur die Tastenvergabe. Das würde reichen. Tastenbelegung, meinte ich. Gerade fällt mir der Begriff wieder ein. Tastenvergabe, meine Güte. So, Bogen. Anvisieren und ab dafür. Plopp. 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 Das war der letzte Pfeil. Hat es nicht wirklich viel gebracht, wie es aussieht. Nein. Was habe ich denn hier noch für Blödsinn im Inventar?
Nichts Sinnvolles irgendwie. Ich mache immer so einen Sturmangriff und renne dann wieder weg. Na, ah, das funktioniert. Jo. Uah. Hat er dich erwischt? Nee, das war kein Knopf. Jo. Nein! Da war die Zeit zu knapp, glaube ich. Hm, jetzt müsste es eigentlich wieder geheilt sein, oder? Nope. Noch vergiftet? Ja, doppelt. Doppelt? Soll ich auf dich warten? Ja, sei so. Ich habe leider keinen Käse oder sowas ähnliches. Aber ich habe eine Rolle der Ausleuchtung. Und das hier, was ich erst ab Stufe 3... Gut, ich starte jetzt. Okay, ich warte auf dich so lange. Ich glaube, sterben ist billiger als heilen. Bögen Stufe 3. Ach nein, ich muss da auf bei den Bögen auf Stufe 3 sein. Jetzt, da muss nicht meine Stufe so hoch sein. Was, naja, das eine schließt das andere aber nicht aus, weil erst wenn ich Stufe 3 erreiche, kann ich auch Bögen auf 3 erhöhen. Genau. Was haben wir sonst noch? Roter Schleim. Gut gekaut kann der Saft zum Herstellen von magischen Tränken verwendet werden. Lecker. Gelbe magische Essenz. Primäre magische Essenz zum Sprechen von Zaubern und zum Herstellen von magischen Tränken. Hm, das könnte uns nachher vielleicht noch hilfreich sein. Behilflich. Höflich, ja, genau. Ui. Ich habe Angst. Was machen die Steine da unten? Liegen. Ein Speicherpunkt wäre nett. Oh, ich ahne Schlimmes. Ja. Ich auch. Ja, ich, also. Ach so, fuck, jetzt habe ich das erste nicht gelesen, tut mir leid. Vor euch ist ein Hebel. Ja, okay. Spielleiter, wir suchen nach einem anderen Ausgang. Nach einem eingehenden und prüfenden Blick gibt es keinen anderen Ausgang. Und wer bewegt nun den Hebel? Hey, langsam. Schaut nicht mich an. Ich mach's freiwillig. Moment, erstmal hier ausleuchten. Ja, da habe ich gerade nochmal Glück gehabt. Ja. Das ist aber auch so, so typisch für das Spiel. Das ist einfach so geil. Die Ironie einfach, nein, da oben ist, es sind Steine, Hebel und dann, naja. Okay. Das wird lustig. Fuck. Viel Spaß. Yeah, go Tobi, go Tobi, go Tobi, go Tobi, go Tobi. Ach so, da konnte man runter. Das habe ich nicht gesehen. Übrigens, die Tentakeln könnte ich gefangen nehmen. Ja, die sind auf mich zugekrapselt gerade. Die sollen jetzt wieder weggehen. Laufen, 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 laufen. Und hüpfen. Oh, failen. Und laufen, 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 in den anderen Bildschirm. Laufen, 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 laufen. Platsch, 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 platsch. Ich höre ja schon auf. Mach ruhig weiter, ich bin hier gerade am Tentakelmetzeln und die töten mich langsam. Alter, die kann mich auch vergiften, so ein Scheiß. Da Scheiß auf die Stadtegel. Die haben mich vorher nicht vergiftet. Badababa. Ein, zwei Schläge müssten noch reichen bei dem einen Seestern da. Okay. Ich hab mein Leben geopfert für dich, Dahane, das ist dir hoffentlich klar. Oh. Hast du mich überhaupt gehört? Ja, ja. Da kann man nicht so anstürmen, sehe ich gerade. Ich bin auch vergiftet. Nee, da ist so ein Ding jetzt drüber, so ein Stein drüber. Deswegen konnte mich. Ach so. So wie ich vorher das gemacht habe, so springen, hüpfen, Dingens da. Da geht's auch nicht. Die Wasseranimation ist echt so episch.